Ja, willkommen zurück zur relativistischen Quantenfeldtheorie. Hier möchte ich noch mal ganz kurz wiederholen, was zuletzt geschah. Und zwar hatten wir in den letzten beiden Vorlesungen die Quantenfeldtheorie aus zwei unterschiedlichen Richtungen motiviert und zunächst mal hergeleitet. Vor zwei Stunden hatten wir gestartet mit einer Quantentheorie für Teilchen, die wir dann in einem Vorkraum mit Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren beschrieben haben. Da war von Anfang an der Impulsoperator und der Hamilton-Operator und die Zustände eben definiert. Und wir hatten dann die Frage, wie können wir kausale, Wechselwirkungen, die kausal und mit der Relativitätstheorie kompatibel sind, auf dieser Theorie formulieren. Nach einigen Zwischenschritten waren wir dann bei einer Theorie gelandet, wo ein kausaler Quantenfeldoperator definiert war, zusammengesetzt aus den Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für die Teilchenzustände. Und dieser kausale Feldoperator war dann ein Werkzeug, um kausale Wechselwirkungen zu formulieren. Das heißt, wir sind von der Quantentheorie für Teilchen über Kausalität bei einer Quantenfeldtheorie gelandet. In der letzten Stunde waren wir anders gestartet. Wir starteten mit einer klassischen Feldtheorie. Von Anfang an standen also Felder im Zentrum des Interesses. Wir hatten die motiviert, weil wir wissen, dass klassische Feldtheorien gute Theorien sind, die mit der Relativitätstheorie kompatibel sind. Wir hatten also als Beispiel für eine einfache relativistische Feldtheorie die mit dieser Lagrange-Dichte da oben angesetzt. Die klassische Bewegungsgleichung ist dann die Klein-Gordon-Gleichung, in der eine Masse m² auftritt. Klassisch kann man dann über das Noether-Theorem auch einen Ausdruck für den Gesamt-Vierer-Impuls dieses klassischen Systems definieren und kriegt also einen expliziten Ausdruck für pμ, ausgedrückt durch dieses klassische Feld Phi und den kanonisch konjugierten Impuls. Und dann fragen wir, welche Quantentheorie entsteht nun, wenn wir diese klassische relativistische Theorie der kanonischen Quantisierung unterwerfen? Und dabei hat sich Erstaunliches herausgestellt. Zunächst mal ist die Definition dieser kanonischen Quantisierung durch den Kommutator gegeben. Das klassische Feld wird jetzt zu einer kanonischen Variable, also einem Operator, der einen kanonisch konjugierten Impulsoperator besitzt, und die Vertauschungsrelation muss dann auf der rechten Seite I mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion enthalten mit den entsprechenden Argumenten. Und das Ergebnis oder die Lösung der Quantisierungsbedingungen führte dann wiederum zu einem kausalen Quantenfeldoperator, der genau die gleiche Anatomie hatte wie der in der Stunde zuvor. Das war also die überraschende Erkenntnis, dass um diese klassische Feldtheorie zu quantisieren, wir Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren einführen müssen, A von P und A Kreuz von P, die auf einem Vorkraum definiert sind. Und dieser Vorkraum enthält eben Vakuum, Einteilchenzustände, Zweiteilchenzustände und so weiter, zwischen denen man mit diesen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren hin- und her schalten kann. Und das Quantenfeld, das die Vertauschungsrelationen erfüllt, hat dann genau diese Struktur, also genau dieselbe, die wir in der Stunde zuvor auf andere Weise erhalten haben. Das heißt, wir sehen eben, dass die Quantenfeldtheorien, diese Quantenfeldoperatoren, wirklich aus jedem Blickwinkel eine Symbiose zwischen Quantenmechanik und Relativitätstheorie darstellen. Weiterhin hatten wir ja den klassischen Ausdruck gehabt für den Viererimpuls des Systems. Das überträgt sich dann auf die Quantentheorie. Das heißt, wir haben automatisch einen Ausdruck für den Viererimpulsoperator auf dieser Theorie. Wenn man rechnet, kommt man auf diese Gestalt, also auf ein Integral über die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren mit diesem Integrant. Das heißt, das kann sich ganz leicht interpretieren lassen. Und daraus folgt jetzt, dass wir die Impulse und Energien von unseren Zuständen, die in diesem Vorkraum existieren, definiert haben und ausrechnen können. Und ich hatte schon das letzte Mal vorweggenommen, dass wir hierbei wirklich erkennen werden, dass die Vorkraumelemente, die durch A und A Kreuz aus dem Vakuum entstehen, tatsächlich einen Teilchencharakter haben. Und das bedeutet eben, dass die Zustände definierten Impuls und definierte Energie tragen. Und das können wir jetzt ganz kurz nochmal beweisen. Wir können also mit dem bisher Gesagten auch bestimmen, was der Kommutator ist zwischen einem Erzeuger und dem Impulsoperator. Also der Impulsoperator P-Hut,
der diese Gestalt hat. Den kann ich kommutieren mit dem Erzeugungsoperator A Kreuz mit einem Argument klein p. Wenn ich diesen Kommutator ausrechne, dann gibt es da drüben ein Integral über eine Integrationsvariable. Alle Erzeuger und Vernichter kommutieren ja miteinander, außer die mit demselben Argument. Das heißt, der Kommutator liefert eine Delta-Funktion zwischen diesem Argument p und der Integrationsvariable da drüben. Und was dann übrig bleibt, ist einfach nur der verbleibende Erzeugungsoperator A Kreuz von p mit dem Argument p von hier mit dem Vorfaktor klein p mü da oben drüber. Klein p mü mal A Kreuz mit demselben Argument p. Das heißt, diese Vertauschungsrelation zeigt, dass wenn Sie einen Erzeuger A Kreuz von p auf irgendeinen Zustand anwenden, dann erhöht sich der Vierer Gesamtimpuls des Zustandes um den Wert klein p, der hier im Argument auftaucht. Das heißt, dieser Erzeugungsoperator erzeugt Zustände mit wohldefiniertem Impuls. Was genau dieselbe Vertauschungsrelation, wie wir damals in dem Kapitel 1.2 ebenfalls hatten. Das heißt, das wird durch die kanonische Quantisierung reproduziert. Und das bedeutet nun, dass wir interpretieren können, dass unsere Vorkraumelemente wohldefinierten Impuls tragen und Energie. Vorkraumelemente. Die können wir zunächst mal auch als Wellenquanten interpretieren, denn da kamen sie ja eigentlich her, das sind quantisierte Wellen, die Klein-Gordon-Gleichung lösen, aber jetzt interpretiert als Vorkraumelemente, aber wie auch immer man es bezeichnet, die tragen wohldefinierte Energie und wohldefinierten Impuls, also insgesamt wohldefinierten Viererimpuls. Das heißt, die haben Teilchencharakter. Frage, welche Ruhemasse haben die Teilchen, die durch diese Wellenquanten und Vorkraumelemente beschrieben werden? Nun, die Ruhemasse ist eben gegeben durch den Viererimpuls der Teilchen zum Quadrat. Und was kommt heraus? Ja, hier in diesen Integralen war ja immer die Nullkomponente dieses Viererimpulses definiert als die Wurzel aus räumlichem p² plus m². Das heißt, die Energieimpulsbeziehung zwischen P0 und dem räumlichen P war immer so, dass das Viererimpulsquadrat gleich diesem M-Quadrat war, was hier in der Klein-Gordon-Gleichung auftaucht. Das heißt, die Quantisierung von dieser freien klassischen Feldtheorie führt auf Teilchen mit einer Ruhemasse, die genau der Masse in der Klein-Gordon-Gleichung entspricht. Also Teilchencharakter von Teilchen mit Ruhemasse gleich diesem M aus der Lagrange-Dichte. So, und zur Abrundung möchte ich nur noch eine kleine Bemerkung machen. Wir hatten jetzt den Impuls studiert und wir hatten den Ausdruck für den Impulsoperator bekommen über das klassische Noether-Theorem und dann Ersetzen der klassischen Größen durch quantenmechanische Größen. Genau das Gleiche könnte man auch machen für den Drehimpuls. Wir hätten dann mit Rotationsinvarianz beginnen müssen, bekommen einen Ausdruck aus dem Noether-Theorem für den Gesamtdrehimpulsoperator als die Größe, die erhalten ist aufgrund der Rotationsinvarianz der Theorie. Nach Quantisierung haben wir dann einen Operator, der dem Drehimpuls entspricht und wir können schauen, wie sich die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren bzw. die Teilchenzustände verhalten, wenn wir den Drehimpulsoperator darauf anwenden. Und dann bekommen wir zum Beispiel den Spin der Teilchen als den Drehimpuls im Ruhesystem. Und da stellt sich raus, der Spin ist 0. Das heißt, wichtig ist, dass das prinzipiell definiert ist und berechenbar ist. Prinzipiell analog auch im Drehimpuls. Der Impulsoperator ist definierbar. Und dann ergibt sich als Konsequenz, diese Teilchen haben Spin 0.
Das verändert unsere Quantisierung dieser relativistischen klassischen Feldtheorie. Und das Schöne ist, dass sich der Kreis geschlossen hat. Wir erhielten als Ergebnis der Quantisierung denselben kausalen Feldoperator wie vorher auf andere Weise. Ja, und in der vorherigen Herleitung, wo wir mit Quantentheorie gestartet waren und dann Relativitätstheorie und Kausalität ins Spiel gebracht haben, hatten wir auch damals überlegt, was passiert, wenn wir eine nicht-relativistische Theorie haben. Da war nämlich der Unterschied, dass keine Kausalitätsforderung gestellt werden musste. Und daraus ergab sich, dass man nicht in einem Quantenfeld A und A Kreuz kombinieren muss, sondern es war ausreichend, Quantenfelder zu haben, entweder nur mit A oder nur mit A Kreuz. Und das bedeutete, dass es Theorien im nicht-relativistischen Fall möglich sind, die keine Teilchenzahlenänderung erlauben. Nur in einer relativistischen Theorie muss sich die Teilchenzahl ändern dürfen. Und diesen nicht-relativistischen Vergleich möchte ich hier im kanonischen Formalismus auch nochmal machen. Das heißt, ich möchte jetzt ganz kurz noch eine klassische Feldtheorie quantisieren, die nicht-relativistisch ist. Und dann sollten wir hoffentlich auch ein Ergebnis erhalten, was kompatibel mit damals war, nämlich ein Ergebnis, wo nicht A plus A Kreuz auftaucht in der quantisierten Version des Feldes, sondern nur A oder nur A Kreuz. Das ist also unser Kapitel 1.44, Vergleich zum nicht-relativistischen Fall. So, und die nicht-relativistische Näherung unserer relativistischen Theorie besteht jetzt darin, dass wir sagen, die Energie des Teilchens oder die Energie des Feldes ist sehr klein im Vergleich zur Ruhemasse. Das heißt, unsere Größe P0, die Nullkomponente des Vierervektors, kann man allgemein schreiben als Ruhemasse plus kinetische Energie, die erfüllt jetzt, dass P0 ungefähr gleich der Ruhemasse ist und die kinetische Energie sehr klein. Das heißt, P kinetisch ist viel kleiner als M. Und damit ist es so, dass in unseren klassischen Feldern wir ja eine Zeitabhängigkeit haben, die proportional ist zur Exponentialfunktion e hoch plus oder minus i mal P0 mal t. P0 ist jetzt immer gleich der Ruhemasse plus eine sehr kleine Größe. Das heißt, die Zeitentwicklung ist im Wesentlichen e hoch plus oder minus i m mal t mit einer kleinen Korrektur. Das heißt, in einer nicht-relativistischen Theorie ist es sinnvoll, diese dominante Zeitabhängigkeit mit e hoch i m t rauszufaktorisieren und sich nur noch als Näherung dann mit der restlichen kleinen Zeitabhängigkeit zu befassen. Und das heißt für uns technisch, dass wir Folgendes zunächst mal definieren. Nämlich, wir definieren, dass wir unser volles klassisches Feld, Phi von x, was so eine Zeitabhängigkeit hat, e hoch minus i p0 mal t, mit p0 ungefähr gleich m, das schreiben wir als von x ist gleich e hoch minus i mal mt, das ist die dominante Zeitabhängigkeit, mal einer weiteren Größe und die nennen wir jetzt psi von x. X enthält die Zeit und das räumliche x. Und dieses psi hat jetzt eine wesentlich kleinere Zeitabhängigkeit als dieser Exponentialfaktor. Das ist eine kleinere Zeitabhängigkeit. So. Und dann sollte in einer nicht-relativistischen Theorie das hier die interessantere Größe sein für uns als diese Ruhemasse hier, die sowieso in jedem Teilchen dann vorhanden ist. Jetzt gibt es einen interessanten Kniff. Dieses Feld hier war ja reell. Hier ziehen wir jetzt aus dem reellen Feld diesen komplexen Faktor heraus. Das heißt, das verbleibende Psi ist natürlich ebenfalls komplex.
komplex und hat eine kleine Zeitabhängigkeit. Und weil es komplex ist, aber das reell, können wir schreiben, das ist gleich dasselbe wie es sich selbst gesternt. Und damit ist es auch das gleiche wie das Gesternte von diesem hier, ist gleich e hoch plus imt mal Psi Stern von x. Das heißt, wir kriegen eine Relation zwischen Psi und Psi Stern, aber die sind ungleich. Wenn wir jetzt diese Zerlegung machen, dann bekommen wir eine Gleichung für die Zeitableitung von Phi. Und die kriegen wir jetzt aus der Produktregel. Das heißt, wir kriegen bei der Zeitableitung einen Term von der Ableitung von dem dominanten Faktor und einen Term von der Zeitableitung von Psi. Wenn wir das E hier rausfaktorisieren, E hoch minus IMT, dann bekommen wir einmal eine Zeitableitung minus I mal M mal Psi von X und dann plus Psi Punkt von X. Und wie gesagt, die dominante Zeitabhängigkeit ist die vom E-Faktor, das heißt, das hier ist jetzt ein viel größerer Ausdruck als der hier. Das ist also groß und das hier ist klein. Und die nicht-relativistische Näherung besteht dann darin, systematisch Größen, die von dieser Art sind, zu vernachlässigen. Aber nicht komplett zu vernachlässigen, sondern nur höhere Ordnungen davon zu vernachlässigen. Wenn wir jetzt die Lagrange-Dichte anschauen, dann war die zunächst mal, wenn man es auseinanderzieht, was sinnvoll ist für den nicht-relativistischen Fall, 1/2 Phi Punkt Quadrat minus 1/2 Nabla Phi mal Nabla Phi. Und Phi ist reell, das heißt, ich kann das aber auch schreiben als Nabla Phi Stern mal Nabla Phi. Das ist dann nützlich, wenn wir Phi durch Psi ersetzen. Und auch hier kann ich das 1/2 Phi Punkt Quadrat ersetzen durch 1/2 Phi Punkt Betragsquadrat. Und dann haben wir noch minus m Quadrat halbe mal Phi Quadrat und das schreibe ich auch gleich als Betrag Phi Quadrat. Und dann können wir jetzt Phi durch Psi ersetzen. Und was ist der Zusammenhang? Hier kriegen wir erstmal was Kompliziertes. Phi Punkt war nämlich das hier. Und wenn wir davon das Betragsquadrat bilden, fällt erstmal diese komplexe Phase in dieser dominanten Zeitabhängigkeit weg. Und wir bekommen das Betragsquadrat von diesem Ausdruck. Gibt also 1/2 mal den Betragsquadrat. Und das Betragsquadrat liefert jetzt einmal das Betragsquadrat vom ersten Term, m Quadrat mal Psi Stern Psi. Dann zweimal den Realteil von dem Produkt, gibt minus I mal M mal Psi Punkt Stern plus IM mal Psi Stern mal Psi Punkt und dann das Betragsquadrat von diesem Term plus Psi Punkt Betragsquadrat. Okay, schreiben wir erstmal weiter. Hier in diesem Betragsquadrat von Nabla Phi. Nabla Phi, da kann ich jetzt dieses E hoch IMT rausziehen, das ändert an diesem Nabla nichts. Das heißt, das ist das gleiche wie Betragsquadrat von Nabla Psi minus 1/2 Betragsquadrat von Nabla Psi. Und das hier ist das gleiche, Phi Quadrat ist das gleiche wie Psi Betragsquadrat minus M Quadrat halbe Psi Stern Psi. So, und jetzt passieren mehrere Dinge. Erstens, dieser dominante zeitabhängige Faktor m Quadrat Psi Stern Psi fällt weg gegen diesen Massenterm m Quadrat Psi Stern Psi. Das bedeutet einfach, dass wir die dominante Zeitabhängigkeit mit dem E-Faktor erfasst haben und was verbleibt, ist eben eine kleinere Zeitabhängigkeit. Das ist schon mal gut, das heißt, das fällt weg. Und zweitens haben wir jetzt hier Terme. Einmal einen Term mit einem Psi-Punkt, das war ja klein. Und hier einen Term mit Psi-Punkt-Quadrat. Das ist also quadratisch klein. Das heißt, wenn wir in erster Ordnung der nicht-relativistischen Näherung rechnen, dann wäre das von erster Ordnung und das von höherer Ordnung. Das heißt, wir können dann dieses Psi-Punkt-Betragsquadrat weglassen.
Das ist also vernachlässigbar. Und genau hierin besteht jetzt die nicht-relativistische Näherung. Alles andere war bisher ja exakt. Das heißt, unsere nicht-relativistisch belehrte Lagrange-Dichte ist jetzt genau diese hier, ohne den Term und unter Berücksichtigung, dass der andere Term wegfällt. Aber um die Lagrange-Dichte jetzt ein bisschen schöner werden zu lassen, machen wir eine Umnormierung. Also die nicht-relativistische Lagrange-Dichte würde jetzt beginnen mit 1,5 mal minus im Psi mal Psi Punkt Stern und so weiter. Und hier dann minus 1,5 Nabla Psi Betragsquadrat. Und das normieren wir um. Wir sind ja frei, die Größen in der Lagrange-Dichte umzunormieren. Und dann normieren wir das folgendermaßen um, dass der erste Term kein M mehr enthält, aber das M dann im zweiten Term auftaucht. Also I mal Psi Stern Psi Punkt minus Psi Punkt Stern mal Psi minus 1 durch 2m mal Nabla Psi zum Betragsquadrat. Das ist unsere umnormierte, nicht relativistisch belehrte Lagrange-Dichte. Das ist jetzt unser Startpunkt. Und unser Ziel ist, diese nicht relativistisch benährte Lagrange-Dichte zu quantisieren. Und schauen, was der Unterschied ist zur Quantisierung der relativistischen Lagrange-Dichte, die nochmal hier steht. Okay, nun führen wir die kanonische Quantisierung durch. Allerdings werde ich mich hier auf eine skizzenhafte Durchführung beschränken, denn die technischen Schritte sind ähnlich wie beim letzten Mal, aber wir konzentrieren uns hier auf die Unterschiede. Also zunächst mal muss man als ersten Schritt den kanonisch konjugierten Impuls bilden. Pi ist immer definiert als die Ableitung der Lagrange-Dichte nach der Zeitableitung, dl nach d psi Punkt, und hier nehmen wir eben unsere nicht relativistisch belehrte Lagrange-Dichte. Psi ist die kanonische Variable. So, wenn wir das bilden, dann kommt jetzt hier was anderes raus als das letzte Mal, denn der Phi-Punkt-Quadrat-Term existiert ja nicht mehr. Stattdessen taucht auf ein Produkt aus Psi-Stern mit Psi-Punkt. Wenn wir also nach Psi-Punkt ableiten, kommt heraus Phi mal Psi-Stern. Phi mal Psi-Stern. Dann kriegen wir also Vertauschungsrelationen, die wir in der Quantentheorie fordern müssen. Die Vertauschungsrelation ist diejenige zwischen der kanonischen Variable Psi und dem kanonisch konjugierten Impuls. Und der ist jetzt I mal Psi Stern, nicht Psi Punkt. Und dieser Kommutator muss gleich sein I mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion mit den entsprechenden Argumenten. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Heisenberg-Bewegungsgleichung. Die Heisenberg-Bewegungsgleichung ist hier wiederum dieselbe Gleichung wie die klassische Euler-Lagrange-Gleichung.
Das heißt, das wissen wir von vornherein und können hier direkt die Euler-Lagrange-Gleichung ablesen. Wenn wir dann dl nach dψ Punkt und dl nach dψ bilden, dann erhalten wir als Lagrange-Gleichung I mal ψ Punkt ist gleich minus, wenn wir hier das hier nach ψ ableiten, ist es am besten, wenn wir zuerst die Wirkung bilden, dann partiell integrieren, dann kriegen wir nämlich den Laplace-Operator, der auf ein verbleibendes ψ wirkt, dividiert durch 2m. Und diese Gleichung sieht jetzt schon extrem ähnlich aus zur nicht-relativistischen Schrödinger-Gleichung in der Quantenmechanik. Bedeutet aber was anderes, denn hier ist es die Heisenberg-Bewegungsgleichung für einen Quantenfeld-Operator, Psi Hut von x und t. Und jetzt müssen wir durch einige Schritte durchgehen, sodass wir diesen Kommutator lösen und auch diese Bewegungsgleichung lösen mit am besten Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren. Und die Rechenschritte können wir jetzt überspringen, sondern ich gebe einfach das Ergebnis an. Das heißt, die Lösung für diese beiden Relationen besteht darin, dass wir den Ansatz machen, Psi Hut von x ist das folgende, nämlich ein dreidimensionales Integral d3p geteilt durch 2pi hoch 3. Und hier brauchen wir kein Lorentz-invariantes Integralmaß, könnte man zwar machen, bringt hier aber keine Vorteile. Und dann haben wir hier einen nicht-relativistischen Erzeugungsoperator oder Vernichtungsoperator, a Hut nicht-relativistisch von p mal einer e-Funktion e hoch minus i px. Und das ist es. Das heißt, die Lösung hier ist einfach ein Quantenfeld, was nur einen Vernichter enthält und keinen Erzeuger. Und damit sind schon alle Relationen gelöst. Und beziehungsweise die sind erst dann gelöst, wenn wir bestimmte Vertauschungsrelationen für dieses A ansetzen. Und das sind eben die typischen Vertauschungsrelationen für Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, nämlich A von P, Kommutator mit A Kreuz von P' ist gleich 2pi hoch 3 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von p minus p Strich. Das heißt, wir erhalten ein vieles analoge zu vorher, nämlich wir haben Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren mit den üblichen Eigenschaften. Wir haben zwar eine andere Normierung gewählt, das ist aber pure Konvention, aber das Entscheidende ist, dass das Quantenfeld nur einen Vernichter braucht und keinen Erzeuger und trotzdem bereits alle Relationen hier erfüllt sind. Ich möchte also gerade noch dieses Ergebnis etwas kommentieren mit einigen Bemerkungen. Wie ich schon gesagt habe, es ist keine Kombination A und A Kreuz nötig. Das ist ein entscheidender Unterschied und er kommt eben daher, dass wir eine nicht-relativistische Theorie haben. Und wenn wir jetzt kompliziertere Operatoren bilden als Produkte von diesem Quantenfeldoperator Psi, zum Beispiel wenn wir die Lagrange-Dichte als Operator anschauen würden oder den Hamilton-Operator anschauen würden, dann enthalten die ja immer Produkte aus Psi Stern Psi oder als Operatoren dann Psi Decker mal Psi. Und dann taucht immer auf ein Produkt der Form A Kreuz mal A, also wird die Teilchenzahl nicht geändert. So allgemein gilt sogar generell irgendwelche Operatoren der Form Psi Stern Psi oder auch eine beliebige Funktion von Psi Stern Psi ändern nicht die Teilchenzahl.
Zweitens, die beschriebenen Teilchen erfüllen eine Energieimpulsrelation, die wieder aus dieser Gleichung hier kommt, nämlich wenn wir den Feldoperator in die Heisenberg-Bewegungsgleichung einsetzen, dann ist das äquivalent für zu einer bestimmten Relation zwischen der Nullkomponente P0 und der räumlichen Komponente. Und das ist hier so, dass die Nullkomponente oder Energie gleich ist P-Vektor Quadrat durch 2m, was man der Gleichung ja direkt ansieht. Das ist eben dort die nicht-relativistische Schrödinger-Gleichung und hier erhalten wir dann die nicht-relativistische Energie-Impuls-Relation. Und das ist eben nur noch die kinetische Energie, weil wir die Ruheenergie vorhin rausfaktorisiert hatten. Und was ich jetzt nur angebe, ohne Beweis, aber mit Referenz auf ein Quantenfeldtheorie-Skript von David Tong, der hat ein schönes Quantenfeldtheorie-Skript online gestellt, und in diesem Quantenfeldtheorie-Skript gibt es ein Kapitel 2, wo er ebenfalls die nicht-relativistische skalare Feldtheorie quantisiert, ähnlich wie hier. Und man kann dort nachlesen, dass er dann weiter ausführt, was sich dann noch ergibt. Man kann also aus dieser nicht-relativistischen Feldtheorie die ganz normale einteilige Quantenmechanik rekonstruieren. In der einteiligen Quantenmechanik gibt es ja dann keinen Feldoperator mehr, sondern es gibt eben Zustände, Schrödinger Wellenfunktionen beispielsweise, und die kann man hieraus konstruieren. Also aus diesem Formalismus kann man die übliche einteilige Quantenmechanik mit beispielsweise Ortseigenzuständen x, Impulseigenzuständen p, der Schrödinger-Gleichung für Wellenfunktionen alles das kann man gewinnen. Das ist also sehr befriedigend und damit sehen wir, dass die Brücke geschlagen ist. Wir hatten das letzte Mal eine relativistische Theorie quantisiert mit diesem Ergebnis. Wenn wir eine nicht-relativistisch genäherte Theorie quantisieren, kriegen wir ein geändertes Ergebnis und die erlaubt dann, die normale einteilige Quantenmechanik zu konstruieren. Wenn man die Konstruktion dann anschaut, dann haben wir eben einen expliziten Ausdruck für diese Orts- und Impulseigenzustände. Und dann können wir eine Behauptung verifizieren, die ich in der ersten Vorlesung gemacht habe, nämlich aus diesen Zuständen lässt sich dann Folgendes bilden, nämlich diese dyadischen Produkte von einem Ortseigenzustand kann ich betrachten und dieses entspricht ja einem Operator, der einer Ortsmessung entspricht mit dem Ergebnis, Eigenwert ist gleich x. Und dann kann ich den Kommutator bilden zwischen zwei solchen Operatoren an zwei verschiedenen Punkten und kriege, dass dieser Kommutator nicht null ist. Das hatte ich in der ersten Vorlesung behauptet. Die Interpretation davon war und ist, dass solche Ortseigenzustände eben nicht lokale Eigenschaften haben und nicht von einem lokalen Experimentalphysiker präpariert werden können. Und das ist dann die Auflösung von gewissen Paradoxien aus der ersten Vorlesung. Okay, und damit möchte ich die beiden letzten Vorlesungen insgesamt nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt einen umfassenden Zugang gewählt zur Motivation und Konstruktion der relativistischen Quantenfeldtheorie. Und das möchte ich alles nochmal kurz wiederholen und vergleichen. Nachdem ich es wiederholt und vergleicht habe, möchte ich sogar noch weitere Bemerkungen anfügen.
So, unser erster Zugang war der Zugang aus unserem Kapitel 1.3. In diesem Zustand waren wir gestartet von einer Quantentheorie. Das heißt, gegeben waren von vornherein quantenmechanische Zustände. Die hatten Teilchen beschrieben. Das war ein Fockraum als Zustandsraum definiert. Und ein Viererimpulsoperator war alles definiert. Das heißt, die Quanteneigenschaften waren eigentlich vorgegeben. Und die waren soweit auch alle sinnvoll. Was wir dann aber gefragt haben, war, was muss man tun, damit auf diesem Zustandsraum jetzt kausale Wechselwirkungen beschrieben werden können. Denn die Relativitätstheorie erfordert eben Kausalität und für uns war das implementiert dadurch, dass Wechselwirkungs-Lagrange-Schichten an raumartig geteilten Punkten immer miteinander kommutieren mussten. Das ist nicht einfach zu erfüllen. Und die Art, wie wir es erfüllt haben, war durch Konstruktion von kausalen Quantenfeldoperatoren. Und die hatten eben die Anatomie Phi von X, war ein Integral über Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren. Und es war eben wichtig, dass Erzeuger und Vernichter simultan auftreten mit Koeffizienten vom gleichen Betrag. Und das hatte diese Anschauung oder diese Suggestion aus der ersten Vorlesung wiedergespiegelt, wo wir ja sagten, dass eine relativistische Quantentheorie nur dann konsistent ist und verschiedene Bezugssysteme, die ihr selber Physik beschreiben könnt, wenn zu jeder Amplitude für Absorption immer auch eine Amplitude für Emission dazu kommt. Das heißt, das hatten wir hier implementiert und wenn man dann Wechselwirkungen als nicht triviale Kombination von solchen Phi von X Operatoren baut, dann gibt es automatisch Summen von Termen mit unterschiedlichen Anzahlen von A und A Kreuz. Das heißt, Teilchenzahländerung ist automatisch möglich in einer relativistischen Theorie mit Wechselwirkung. Zweitens hatten wir auch gesehen, dass die Kausalität sogar nicht immer erfüllbar war, sondern ob sie erfüllbar ist oder nicht, hing ab von der Statistik der Teilchen. In dem Fall, den wir betrachtet hatten, hatten wir automatisch Spin 0 betrachtet, ohne das genau zu beweisen. Aber in diesem konkreten Fall kam raus, dass nur bosonische Vertauschungsrelationen mit Kausalität kompatibel sein konnten und fermionische nicht. Das heißt, diese Spin-0-Teilchen mussten Bosonen sein. Generell ist das ein Beispiel für den Zusammenhang zwischen Spin und Statistik. Das heißt, aus gegebenen Quanteneigenschaften über relativistische Invarianz landeten wir bei kausalen Quantenfeldoperatoren. Demgegenüber der Zugang aus dem Kapitel 1.4. Dort war gegeben eine klassische relativistische Theorie. Und das war von vornherein eine Theorie für Felder, also eine Feldtheorie. Und wir fragten dann, was passiert bei Quantisierung, wo wir den kanonischen Formalismus benutzt haben. Und das Ergebnis war, dass um alle Vertauschungsrelationen und Heisenberg-Bewegungsgleichungen zu erfüllen, brauchten wir Erzeuger und Vernichter. Wir erhielten einen konkreten Ausdruck für den Viererimpulsoperator und im Ergebnis hat sich genau dieselbe Quantentheorie ergeben wie oben.
Insbesondere kommt eben hier als Ergebnis raus, dass wir Teilchen haben, was dort am Anfang stand. Das heißt eben, dass wir diesen Gegensatz zwischen Feldern und Teilchen aufgehoben haben. Beide Zugänge liefern uns zwei verschiedene Sichtweisen auf ein und dieselbe Sache. Nämlich, wir sehen, dass Quantenmechanik plus Relativität auf Quantenfeldtheorie führt. Der Gegensatz zwischen Teilchen und Feldern ist aufgelöst. Das war eine der Hoffnungen aus der ersten Stunde. Und warum heißt die Quantenfeldtheorie jetzt aber Quantenfeldtheorie und nicht Teilchentheorie, wenn doch Teilchen und Felder nur Ausprägungen ein und derselben Sache sind? Nun ja, das Feldkonzept ist eben die entscheidende konzeptionelle Änderung gegenüber der nicht-relativistischen Quantentheorie, dass wir also lokale Operatoren betrachten, physikalisch gesprochen lokale Observablen, also Observablen, Messgrößen, die bestimmten begrenzten Raumzeitgebieten zugeordnet sind. Dass das nützlich ist, diese Einsicht, ist das Typische an der Quantenfeldtheorie und diese Lokalität von Observablen wird eben implementiert durch lokale und kausale Quantenfelder. Und deswegen sind die Quantenfelder letzten Endes die bevorzugten Objekte, weil die direkt diese Kausalität und Lokalität zum Ausdruck bringen. Also Darstellung durch Felder betont die Lokalität und Kausalität. Wenn man dem gegenüber die Felder immer ersetzen würde durch diese Erzeuger und Vernichter, dann würden alle Ausdrücke extrem komplizierte Kombinationen von Erzeugern und Vernichtern enthalten. Das wäre mathematisch äquivalent, aber dass man es mit kausalen und lokalen Größen zu tun hat, wäre dann eben sehr versteckt. Und ich betone hier nochmal die physikalische Konsequenz, die man jetzt erhalten hat aus der Kombination Quantenmechanik und Relativität, ist einmal Teilchenzahländerung und zum anderen die Spinnstatistikrelation. Gut, ich mache weiter mit der Zusammenfassung. Das Charakteristische an der relativistischen Quantentheorie haben wir jetzt dargestellt. Und zum Vergleich nochmal der nicht-relativistische Fall. In beiden Zugängen 1.3 und 1.4 hatten wir verglichen, was den relativistischen und nicht-relativistischen Fall unterscheidet. Im ersten Fall war es so, dass im nicht-relativistischen Fall keine Kausalitätsbedingung nötig war und dann war es einfach ausreichend, Quantenfelder zu betrachten, die nur A oder nur A enthielten und dann braucht man keine Teilchenzahländerung in der Wechselwirkung zu erzeugen. Im anderen Zugang hatte die nicht-relativistische Näherung zu einer Änderung der Lagrange-Dichte geführt. Wenn wir dann quantisieren, erhalten wir andere Relationen für die Kommutatoren und die werden dann dadurch erfüllt, dass ebenfalls ein Quantenfeld entsteht, was nur Vernichter oder nur Erzeuger enthält. Das heißt, in beiden Fällen war nur Phi proportional zu A bzw. Psi proportional zu A nötig, beziehungsweise ausreichend.
Das heißt, keine gleiche Zahl Änderung ist notwendig. Okay, damit ist das in jeder Hinsicht diskutiert. Jetzt möchte ich noch ein paar Bemerkungen machen, die wir hier überhaupt nicht beweisen können, aber die für Späteres interessant sind oder hoffentlich Interesse wecken. Nämlich folgendes. In dem Zugang aus Kapitel 1.3, wo wir mit der Quantentheorie gestartet waren und dann Kausalität addiert hatten. Da ist nicht automatisch garantiert, dass wir immer bei einer physikalisch sinnvollen Quantentheorie landen. Wir hatten zwar gestartet mit einem Zustandsraum mit definiertem Energie- und Impulsoperator, hatten dann auch kausale Vertauschungsrelationen erfüllt, aber was dann am Ende nicht hundertprozentig garantiert ist, weil das nicht manifest hier reingesteckt wurde, ist, dass die entstehende Theorie mit Wechselwirkung immer noch relativistisch invariant ist. Vertauschungsrelation vielleicht ja, aber relativistische Invarianz nicht unbedingt. Das heißt, es ist nicht immer offensichtlich, und manchmal sogar auch überhaupt nicht wahr, dass die kausalen Wechselwirkungen auch relativistisch invariant sind. Das heißt, man müsste dann im Zweifelsfall immer noch mal explizit verifizieren, dass die entstehende Theorie auch die relativistische Invarianz hat, die wir eigentlich von ihr wollen. Das hatten wir jetzt hier nicht gemacht, weil wir auch die genaue Definition von Lorentz-Transformationen auf der Quantentheorie noch gar nicht eingeführt haben. Aber prinzipiell müsste man das checken. Und dann würde sich eventuell ergeben, dass manche Theorien, mit denen man startet, oder manche Wechselwirkungen gar nicht relativistisch invariant sind und deswegen ist da nur eine bestimmte Teilmenge an denkbaren Wechselwirkungen überhaupt erlaubt. Im Kapitel 1.4, da kann Ähnliches passieren. Nämlich im Kapitel 1.4 hatten wir zwar manifest relativistische Invarianz und die kann auch nicht zerstört werden bei dieser Quantisierung. Das heißt, die entstehende Quantentheorie ist sicherlich relativistisch invariant und das ist gut. Aber es kann was anderes schiefgehen, nämlich es kann passieren, dass der Hamilton-Operator, der hier entsteht, ungünstige Eigenschaften hat. Beispielsweise kann es passieren, dass der Hamilton-Operator beliebig negative Energieeigenwerte bekommt. Dann ist das System instabil und könnte in immer tiefere Eigenwerte absinken und es gäbe keinen Grundzustand. Das heißt, das ist das Erste, es ist nicht immer offensichtlich, und manchmal sogar falsch, dass in der Quantentheorie gilt, dass also der Erwartungswert des Hamilton-Operators immer größer gleich irgendeinem bestimmten Wert ist, sagen wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit, größer gleich 0 ist. Das heißt, dass die Eigenwerte nach unten beschränkt sind. Das gilt nicht immer. Falls es nicht gilt, ist die Theorie ebenfalls physikalisch sinnlos. Und es kann sogar noch mehr passieren. Es kann auch sein, dass die Norm von Zuständen, Psi ist Skalarprodukt von einem Zustandsvektor mit sich selbst, was das ist, folgt ja hier aus diesen ganzen Vertauschungsrelationen. Das heißt, wenn wir die Quantisierungsbedingungen alle lösen, dann können wir die Norm von jedem Zustand aus den Kommutatoren berechnen. Und da kann manchmal passieren, dass als Ergebnis von so einer Norm herauskommt eine negative Zahl. Das heißt, es ist nicht immer garantiert, dass die Norm von allen Zuständen größer gleich 0 ist. Aber die Norm entspricht so etwas wie der Gesamtwahrscheinlichkeit von allen Messergebnissen bei einer Messung. Das heißt, die muss auf jeden Fall immer positiv sein, sodass man die Zustände auf 1 normieren kann. Und Quantentheorien, die negative Normzustände enthalten, sind physikalisch sinnlos.
die sind nicht interpretierbar. Das heißt, wenn die Quantisierung zu so etwas führt, Hamilton nicht positiv definiert oder Norm nicht positiv definiert, muss man die Theorie wegschmeißen. Und die Lagrange-Dichte, mit der man gestartet ist, ist offensichtlich physikalisch nicht sinnvoll, zumindest nicht in der Quantentheorie. Das heißt, in beiden Zugängen gibt es hier noch gewisse Fallstricke, die man explizit dann im Zweifelsfall überprüfen muss. Und die schränken ein die Klasse von physikalisch sinnvoll möglichen Theorien. Diese Einschränkungen sind natürlich interessant. Das heißt, wir kriegen zusätzliche Einschränkungen. An physikalisch sinnvolle Theorien. Und da gibt es ein ganz wichtiges, bekanntes Beispiel, nämlich wenn wir Spin-1-Teilchen beschreiben wollen, was wir momentan nicht machen, aber wenn wir das wollen, dann sind all diese Einschränkungen extrem wichtig. Und dann stellt sich raus, dass nicht jeder Lagrange-Dichte für Spin-1-Teilchen physikalisch sinnvoll ist, sondern nur ganz bestimmte. Und die Lagrange-Dichten, die sinnvoll sind, das sind die, die durch sogenannte Eichtheorien beschrieben werden, wie zum Beispiel die QED oder Young-Mills-Theorien im Standardmodell der Teilchenphysik. Also die extrem wichtige Konsequenz ist, dass Spin-1-Teilchen nur sinnvoll beschrieben werden können in diesen sogenannten Eichtheorien. Das ist, wie gesagt, an dieser Stelle überhaupt nicht beweisbar, aber ich gebe das an, sodass Sie sehen, dass man hier prinzipiell zwar einen schönen Formalismus hat, der zu Quantenfeldtheorie führt, aber es gibt dann immer noch Punkte, die man zusätzlich beachten muss, und das führt zum Beispiel auf Eichtheorien, aber das wäre dann das Thema der Vorlesung im kommenden Semester. Okay, machen wir weiter. Es gibt noch ein Konzept, das ich hier einführen möchte und das wir in der ersten Vorlesung auch schon mal angedeutet hatten, nämlich das Konzept von Antiteilchen. In der allerersten Vorlesung hatten wir durch anschauliche Überlegungen mit Bezugssystemen schon gesehen, dass ein Prozess, der in einem Bezugssystem aussieht, wie Teilchen propagiert von hier nach da, im anderen Bezugssystem aussieht, wie Antiteilchen propagiert von dort nach hier. Und das möchte ich nochmal konkretisieren. Das ist also Kapitel 1.6 über Antiteilchen. Vor allen Dingen möchte ich auch besprechen, wie dann Antiteilchen sich in den kausalen Quantenfeldern niederschlagen. Das heißt, wir nehmen an, dass wir im Zugang aus dem ersten Kapitel oder aus dem Kapitel 1.3 sind. Das heißt, wir starten mit Teilchenzuständen, die bereits quantenmechanisch beschrieben sind. Und diese Teilchen seien von einem bestimmten Typ, sagen wir mal, des Typs A. Dann nehmen wir an, dass die Teilchen jetzt eine bestimmte Ladung tragen, wie zum Beispiel elektrische Ladung oder Leptonzahl oder ähnliches. Es gäbe also eine erhaltene Ladung. Und die nennen wir Q analog zur elektrischen Ladung. Also es kann auch zum Beispiel elektrische Ladung sein. Kann aber auch irgendeine andere Ladung, eine abstrakte Ladung sein. Das ist egal. Aber technisch bedeutet das, dass wir einen Operator haben, Q,
der Ladung entspricht und die Teilchenzustände des Typs A mit beliebigem Impuls P sind jetzt Eigenzustände zu dem Ladungsoperator mit einem bestimmten Eigenwert, sagen wir klein qa. Also jeder Teilchenzustand vom selben Typ hat dieselbe Ladung, nämlich klein qa. Das nehmen wir an. Und die Teilchenzustände werden ja jetzt durch Erzeugungs- und Verdichtungsoperatoren aus dem Vakuum erzeugt. Das heißt, wir nehmen dann gleichermaßen an, dass ein Erzeugungsoperator für diesen Teilchentyp ebenfalls die Ladung immer um eine Einheit QA erhöht. Das bedeutet, dass der Kommutator von Q mit dem entsprechenden Erzeugungsoperator A Kreuz für diesen Teilchentyp mit einem beliebigen Impuls P. Und das liefert immer als Vorfaktor diese Ladung QA mal demselben Erzeugungsoperator A Kreuz von Q. Das ist analog zur Vertauschungsrelation mit dem Impulsoperator. Da kommt dann hier raus als Vorfaktor der Impulseigenwert klein p mü. Das bedeutet dann, dass der Erzeuger auf den Impuls um den Wert klein p mü erhöht. Und hier steht jetzt, der Erzeuger erhöht die Ladung um den Wert klein q an. Und dann können wir unseren berühmten kausalen Feldoperator konstruieren. Der zu diesem Teilchentyp korrespondiert, phi a von x, und der hat eben die bekannte Gestalt, ein dp-Schlange-Integral mal a von p mal e hoch minus i px plus a Kreuz von p mal e hoch plus i px. Und ich führe nochmal die alte Bezeichnung ein, nämlich phi minus a von x plus phi plus a von x. Phi minus ist also der Vernichteranteil, phi plus ist der Erzeugeranteil. Dann haben wir automatisch eine bekannte Vertauschungsrelation von dem Ladungsoperator mit diesem phi a minus von x. Nämlich im phi minus stecken jetzt Vernichter. Und okay, fangen wir an mit dem phi plus. Wir haben also eine Vertauschungsrelation von Q mit phi plus. Phi plus enthält immer a Kreuz und Kommutator von Q mit a Kreuz liefert einfach den Vorfaktor klein qa mal demselben. Das heißt, das gilt dann auch für dieses Erzeugerfeld phi plus a. Also wir erhalten klein qa mal dem Erzeugerfeld phi a plus von x. Analoges gilt für phi minus. Phi minus enthält jetzt vier Vernichter und die Vernichter erfüllen aber die entsprechende Vertauschungsrelation mit einem Minus. Kriegt man durch hermitisch Konjugieren von dieser Gleichung. Und das heißt, wenn ich hier phi minus habe, dann bekomme ich hier ebenfalls ein Minus. Das heißt, die erfüllen nicht die gleiche Vertauschungsrelation, sondern die mit Plus und Minus. Und das bedeutet jetzt etwas Schlechtes für uns, nämlich wenn wir den Ladungsoperator kommutieren mit dem gesamten kausalen Feldoperator phi von x, dann bekommen wir einmal minus qa mal dem Vernichteranteil phi minus a von x plus qa mal den Erzeugeranteil phi a plus von x. Das heißt, der Kommutator von Q mit diesem kausalen Feld ist nicht proportional zu dem kausalen Feld selbst. Genauer gesagt, was hier rauskommt, ist eben kein kausaler Feldoperator. Denn diese Größe hier mit dem Minus, die würde ja keine kausalen Vertauschungsrelationen erfüllen, sondern die Kombination mit Plus erfüllt eben kausale Vertauschungsrelationen. Also das ist kein kausaler Feldoperator mehr. Und das ist schlecht. Denn jetzt stellt sich nämlich die Frage, was passiert, wenn wir irgendeine Wechselwirkung betrachten. Die Wechselwirkung muss kausal sein, das heißt, die muss aufgebaut sein als Kombination von lauter phi a's und nicht als Kombination von phi plus und phi minus einzeln.
sondern die Lagrange-Dichte muss immer das komplette phi a am Stück enthalten. Und das phi a hat aber jetzt keinen einfachen Kommutator mit der Ladung. Das heißt, was auch immer Sie hier reinschreiben als L-Int-Funktion von phi a, das kann niemals mit dem Ladungsoperator kommutieren. Das ist auf jeden Fall ungleich 0 für irgendein beliebiges L-Int, was eine Funktion von dem kompletten kausalen Feld phi a ist. Und das heißt eben, Kausalität und Ladungserhaltung widersprechen sich, wenn wir nur einen einzigen Teilchentyp A haben, der eine nicht verschwindende Ladung trägt. Kausalität widerspricht der Ladungserhaltung. Und zwar unter der Voraussetzung, dass es nur dieses Teilchen vom Typ A gibt. So, und die Lösung ist natürlich offensichtlich, nämlich es muss mehr Teilchentypen geben als den einen Teilchentyp A. Postulieren wir das also. Als Lösung soll jetzt ein weiterer Teilchentyp existieren. Weiterer Teilchentyp, nennen wir den mal B. Und der hat dann Erzeuger B Kreuz von P. Und aus diesen Erzeugern können wir dann kausale Felder oder Erzeuger- und Vernichteranteile phi plus b und phi minus b erhalten. Und wir postulieren, dass dieser Teilchentyp jetzt mal die entgegengesetzte Ladung hat. Qb ist gleich minus qa. Und dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Falls wir das postulieren, dann gibt es die folgende Möglichkeit. Wir können jetzt nämlich eine Größe bauen, phi von x ohne Index. Und diese Größe definieren wir als einmal den Vernichteranteil von A, phi a minus von x, vernichtet also Teilchen, plus den Erzeugeranteil phi b von x. Das erzeugt Teilchen vom anderen Typ. Wenn wir das konstruiert haben, dann ist der Kommutator mit dem Ladungsoperator sehr einfach. Nämlich jetzt gilt Q mit phi von x ist einmal folgendes. Der Kommutator mit dem phi a minus gibt als Vorfaktor minus qa. Und der Kommutator mit b nach analoger Rechnung gibt den Vorfaktor plus qb. Aber plus qb ist das gleiche wie minus qa. Das heißt, wir erhalten insgesamt minus qa mal dem gesamten phi a minus von x plus phi b plus von x. Also insgesamt ist es gleich minus qa mal dem gesamten phi von x ohne Index. Das heißt, wenn wir zwei Teilchentypen haben, a und b, dann können wir einen Operator konstruieren, phi von x, ein Operatorfeld, der eine einfache Vertauschungsrelation mit q erfüllt. Und dann können wir sofort Wechselwirkungen konstruieren, die die Ladung erhalten. Nämlich nichts leichter als das. Q-Kommutator mit L-Int ist jetzt gleich 0. Zum Beispiel, falls wir die Lagrange-Dichte L-Int schreiben als irgendeine Funktion von phi Kreuz mal phi. Kann phi Kreuz mal phi alleine enthalten oder phi Kreuz mal phi hoch 2 oder hoch 3 oder beliebige Kombinationen von dieser Art. Und das ist auch nur ein Beispiel. Aber dieses Beispiel kommutiert jetzt mit dem Ladungsoperator, denn da hebt sich dann plus qa und minus qa weg in diesem Gesamtkommutator. Das heißt, mit diesem Feld phi von x können wir unendlich viele Lagrange-Dichten konstruieren, die Wechselwirkungen entsprechen, die die Ladung erhalten. Damit ist dieses Problem hier gelöst. Das heißt, wenn wir zwei Teilchen haben mit entgegengesetzter Ladung, dann können wir Wechselwirkungen konstruieren, die die Ladung erhalten.
Aber eines ist noch unklar, nämlich sind diese Wechselwirkungen jetzt auch kausal? Und vereinfacht ist dieses Quantenfeld Phi kausal. Das ist ja jetzt nicht garantiert. Wir wissen es nur für solche Felder, die einen und denselben Teilchentyp kombinieren. Aber jetzt haben wir ja Teilchen verschiedenen Typs kombiniert, also ist die Kausalität jetzt eine offene Frage. Probieren wir es aus. Kommutator von Phi von x mit Phi von y zunächst. Was passiert, wenn wir Phi von x an zwei verschiedenen Punkten kommutieren? Dann haben wir einmal Phi a minus mit Phi a minus, das gibt 0. Phi a minus mit Phi b plus, das gibt auch 0, weil die Erzeuger und Vernichter für zwei verschiedene Teilchentypen komplett kommutieren. Das heißt, wenn man es durchgeht, Phi von x mit Phi an einem anderen Punkt, das kommutiert auf jeden Fall immer. Ohne weitere Einschränkungen. Aber unser Phi ist jetzt nicht hermitisch, also müssen wir auch Phi mit Phi Decker ausprobieren. Und wenn wir das machen, dann gibt es einen interessanten Punkt. Wenn ich die Argumente mal weglasse, dann haben wir hier Phi a minus plus Phi b plus auf der einen Seite und das andere liefert dann das hermitisch Konjugierte, also Phi a plus plus Phi b minus, jeweils mit den entsprechenden Argumenten. Was gibt es jetzt? Es gibt einmal den Kommutator von dem mit dem. Es gibt also Kommutator von Phi a minus mit Phi a plus. Das ist nicht 0. Und dann hier minus, wenn ich es gleich umdrehe, minus Kommutator von diesem Phi b minus mit diesem Phi b plus. Und diese Kommutatoren waren unsere Funktion Delta plus, wie haben wir das genannt? Delta plus. Und hier zur Masse des Teilchens ma mit Argument x minus y und hier minus Delta plus mit der Masse des Teilchens mb mit Argument y minus x. Ja, und für raumartig getrennte Punkte können wir im Argument y und x vertauschen. Und dann gibt es eine Chance, dass das wegfällt. Allerdings, jetzt sehen wir, das fällt nicht immer weg, sondern es fällt genau dann weg, wenn die Massen hier gleich sind. Denn diese Deltas hängen natürlich von der Masse ab. Das heißt, es gibt nur dann eine Auslöschung, wenn die Massen vom Teilchentyp A und B dieselben sind. Das heißt, es ist gleich 0 für x minus y Quadrat kleiner 0, also raumartig getrennt. Falls ma gleich mb. Das heißt, nicht nur die Ladung muss entgegengesetzt sein, sondern die Masse muss gleich sein der beiden Teilchen. Und damit haben wir genau das, was wir unter Teilchen-Antiteilchen verstehen. Schreiben wir auf, das ist unser Ergebnis dieser Überlegung. Kausale Felder plus Ladungserhaltung liefern zusammengenommen eine zusätzliche Einschränkung, nämlich die Kombination ist möglich, wenn es nicht nur einen Teilchentyp gibt, sondern zwei. Und zwar, wenn also zu dem Teilchentyp A ein weiterer Teilchentyp B existiert. Dass die Ladungen entgegengesetzt sind, QA gleich minus QB und die Ruhemassen gleich sind, MA gleich MB. Das bedeutet anschaulich, dass B das Antiteilchen zu A ist. Das ist unser Endergebnis dieser Überlegung.
und bestätigt das, was wir in der ersten Vorlesung anschaulich erhalten hatten, dass also eine relativistische Theorie mit geladenen Teilchen automatisch auch die entsprechenden Antiteilchen erhalten muss. Was ich als technisches Endergebnis noch angeben möchte, ist eben die Gestalt dieses kausalen Feldoperators phi von x. Das kann man sich einprägen, die Anatomie von einem Feldoperator zu geladenen Teilchen hat jetzt immer diese Struktur Vernichter für Teilchen plus Erzeuger für die entsprechenden Antiteilchen. Das kann ich dann alles zusammenfassen als ein dp-Schlange-Integral mal Vernichter a von p mal e hoch minus i px plus Erzeuger b Kreuz von p zum Antiteilchen mal e hoch plus i px. Das ist die allgemeine Gestalt von einem kausalen Quantenfeldoperator, wenn man geladene Teilchen hat. Und der ist eben jetzt nicht hermetisch im Gegensatz zu den früheren Fällen, sondern unhermetisch und enthält hier zwei verschiedene Bausteine A und B. Das ist das entscheidende physikalische Ergebnis und weil wir jetzt aber immer zwei Zugänge betrachtet haben, denjenigen aus dem Kapitel 1.3 ausgehend von Quantenmechanik zur Kausalität und den aus 1.4 mit Lagrange-Dichten, möchte ich hier ganz kurz angeben, wie sich die Antiteilchen-Situation aus der Sicht der Lagrange-Dichte darstellt. Das machen wir ganz schnell. Wir können das Ganze beschreiben mit einer Lagrange-Dichte. Und was wir dafür brauchen, ist eine Feldtheorie für ein komplexes Skalarfeld. Das heißt, in der klassischen Theorie ist bereits phi ungleich phi Stern. Und dann setzen wir an eine Lagrange-Dichte, die ähnlich aussieht wie die Klein-Gordon-Lagrange-Dichte, aber komplex. Hier d μ phi Stern mal d μ phi. Das heißt, hier phi Stern mal phi ist insgesamt reell, sodass die Lagrange-Dichte reell ist. Minus m Quadrat mal phi Stern phi. Und konventionell macht man bei der komplexen Theorie einen 1,5 als Normierung, genauso wenig hier. Dann hat die Klein-Gordon-Gleichung, die nachher rauskommt, die üblichen Vorfaktoren. So, in dieser komplexen Feldtheorie sind jetzt phi und phi Stern unabhängige kanonische Variablen. Und es ist eine Übungsaufgabe, die wir hier jetzt nicht genau besprechen werden, sondern ich gebe nur die Ergebnisse an. Man kann jetzt durch die gleichen Schritte der kanonischen Quantisierung durchgehen, erhält eine Euler-Lagrange-Gleichung, die ist dann gleich der Heisenberg-Bewegungsgleichung. Man erhält kanonische Vertauschungsrelationen zwischen Feld und dem kanonisch konjugierten Impuls. Die muss man alle lösen und die Lösung passiert durch einen Ansatz, der genau diesem kausalen Feldoperator hier gleichkommt mit Erzeugern und Vernichtern für Teilchen und Antiteilchen. Also kanonische Quantisierung. Liefert genau obiges kausales Quantenfeld. Und Erzeuger und Vernichter A und B. Ja, das beendet das Kapitel über Teilchen und Antiteilchen. Wir haben jetzt also letztlich alle Bemerkungen, die ich in der allerersten Vorlesung gemacht habe,
über Motivation von relativistischer Quantenfeldtheorie, über den Einfluss von Kausalität und die Existenz von Antiteilchen, ja technisch nochmal wiederholt und in einen genaueren Rahmen gesetzt. Und das war der letzte Punkt, dass wir also auch Antiteilchen wiederfinden und technisch beschreiben können durch solche kausalen Quantenfelder mit verschiedenen Erzeugungs- und Vernichtungsarten. Bevor wir jetzt etwas komplett Neues anfangen, was über freie Felder hinausgeht, möchte ich noch eine letzte Sache besprechen, die mit den freien Feldern alleine zusammenhängt. Und das ist eine wichtige Größe, nämlich ein wichtiger Baustein, der dann später auch in den Feynman-Regeln auftaucht, aber der gleichzeitig eine sehr anschauliche, fundamentale Größe der Quantenfeldtheorie ist. Und was ich hier mit meine, ist der Propagator, so eine Größe, ein bestimmter Erwartungswert von diesen freien Feldoperatoren. Und weil wir genauer wissen, wie die freien Feldoperatoren jetzt wirken auf dem Zustandsraum, denn die sind ja aus Erzeugung und Vernichtung aufgebaut, können wir diesen Erwartungswert explizit ausrechnen und kriegen damit ein wichtiges Ergebnis, was später immer als Baustein benutzt werden kann in weiteren Rechnungen. Gut, also wie gesagt, wir besprechen jetzt als Abschluss unserer Diskussion von freien Feldern freie Propagatoren. Und dafür gehen wir aus, dass wir so einen kausalen Quantenfeldoperator vorliegen haben, in genau der Form, wie wir es jetzt vielfach diskutiert haben. Phi von x sei also so ein kausaler Feldoperator aus den bisherigen Kapiteln 1.3 bis 1.6. Im Allgemeinen lassen wir jetzt so ein komplexes Feld zu, das heißt im Allgemeinen ist Phi proportional zu dem Integral über A und B Kreuz, also Vernichter für Teilchen und Erzeuger für Antiteilchen. Und das also ungleich im Allgemeinen dem hermitisch konjugierten Feld. Das wäre proportional zu B und A Kreuz, also Vernichter für Antiteilchen und Erzeuger für Teilchen. Ja, und um die Größe zu motivieren, möchte ich ganz an Anfang des Semesters zurückgehen. Da hatten wir ja diese Überlegung für Teilchenpropagation angestellt. Der Propagator, wie der Name schon sagt, beschreibt eben die Teilchenpropagation von einem Punkt zum anderen. Und zwar für freie Teilchen, so wie wir es bisher kennengelernt haben. Ich zeichne also nochmal so ein Raumzeitdiagramm. Hier nach oben die Zeit, nach rechts den Ort in einem Bezugssystem und hier im anderen Bezugssystem x. Also lassen wir die Bezeichnung gleich, zwei verschiedene Bezugssysteme. Und hier im linken Bezugssystem ist es so, dass ein Teilchen hier zunächst mal am Ursprung angetroffen wird und dann propagiert es irgendwie zu einem Punkt Z und dann passiert irgendwas anderes. Das heißt, in diesem Bezugssystem fließt ein Teilchen vom Ursprung von 0 zum Punkt Z und in diesem Bezugssystem ist offensichtlich der Zeitpunkt Z später als der Zeitpunkt 0. Das heißt, hier gilt Z0 größer als 0. So, das ist die Situation im einen Bezugssystem. Jetzt können wir die gleiche Physik in einem anderen Bezugssystem betrachten, aber die Bezeichnung ändere ich jetzt mal nicht. In diesem anderen Bezugssystem ist meinetwegen die zeitliche Reihenfolge geändert, weil das möglich ist. Und dann ist der Punkt Z hier. Der ist also vorher und der Punkt 0 ist später. In diesem Bezugssystem sieht dieselbe Situation so aus, dass hier ein Teilchen hierhin läuft und ein Antiteilchen
läuft von Z dorthin. Das heißt, hier sieht es so aus, dass ein Anbietteilchen von Z nach 0 läuft. Und in diesem Bezugssystem ist also die Zeitkoordinate Z0 kleiner als 0. Z0 ist vor dem Ursprung. Das sind zwei Situationen, also zwei Beschreibungen einer derselben Situation, in zwei Bezugssystemen. Und die wollen wir jetzt beschreiben. In der ersten Stunde haben wir schon diskutiert und daraus anschauliche Folgerungen gezogen. Und jetzt wollen wir das aber technisch beschreiben. Und das ist möglich. Wir erhalten eine einheitliche Beschreibung in unserer Theorie. Machen wir es mal so. Hier. Eine einheitliche Beschreibung gebe ich an durch folgendes Matrixelement. I mal D von Z. D von Z ist die Bezeichnung für den freien Propagator und das, die Definition ist das Matrixelement, freies Vakuum, also unser Grundzustand im Vorraum, mal dem zeitgeordneten Produkt von Phi von Z mal Phi Kreuz an der Stelle 0 und dann wieder das freie Vakuum. Dieses T hier ist die sogenannte Zeitordnung. Das kennen Sie. Das heißt, die Operatoren, die hinter dem T-Ausdruck stehen, werden zeitlich sortiert, sodass die Größen mit der größeren Zeit links stehen und die kleineren Zeiten rechts. Das ist die Definition des freien Propagators. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Interpretation von diesem Matrixelement ist. Die Interpretation ist nämlich genau das, was wir hier in den Bildern bereits gesagt haben. Ich schreibe also aus, I mal D von Z ist gleich. Und jetzt unterscheiden wir die zwei Fälle für die Zeitordnung. Nämlich je nach zeitlicher Reihenfolge zwischen diesem Z und 0 haben wir zwei verschiedene Ausdrücke. Das kann man mit einer Theta-Funktion ausdrücken. Theta von Z0. Theta von Z0 ist dann 1, wenn die Zeitkoordinate Z0 positiv ist. Das heißt, das entspricht dieser Situation. Z ist später als der Ursprung. Und in diesem Fall haben wir dann das Matrixelement Vakuum. Dann explizit Phi von Z mal Phi Kreuz von 0. Dann wieder Vakuum. Also hier steht jetzt kein T mehr, sondern wir haben explizit die Theta-Funktion rausgeholt. Ich mache gleich weiter. Plus der andere Fall für die umgekehrte zeitliche Reihenfolge, Theta von minus Z0, das ist also dann 1, wenn Z0 negativ ist, entsprechend dem rechten Bild. Und dann haben wir hier das Vakuum, den Vakuumerwartungswert von der umgekehrten Reihenfolge, Phi Kreuz an der Stelle 0 mal Phi an der Stelle Z. Das sind die beiden Fälle für den freien Propagator. Okay, jetzt schauen wir mal, was für Größen da eigentlich drin auftauchen. Nämlich unser Phi enthält ja A und B Kreuz. Unser Phi Kreuz enthält B und A Kreuz. Was passiert jetzt, wenn Phi Kreuz nach rechts aufs Vakuum wirkt? Trägt dieses B dann bei oder trägt das A Kreuz bei? Die Antwort ist natürlich, es trägt nur das A-Kreuz bei. A-Kreuz angewendet aufs Vakuum gibt einen einteiligen Zustand, aber B aufs Vakuum angewendet gibt 0. Okay? Das heißt, hier trägt nur bei A-Kreuz von P und dann wird über P integriert und so in diesem Ausdruck, aber das Integral schreibe ich jetzt nicht auf, aber auf jeden Fall taucht hier auf dann A-Kreuz von P angewendet aufs Vakuum. Das Phi enthält A und B Kreuz. Was von diesen zwei Summanden trägt bei? Wenn wir links aufs Vakuum wirken, dann trägt nur das A bei, aber B Kreuz nach links aufs Vakuum gibt 0. Also trägt hierbei nur A von P. Okay. Das
Das heißt, wir können dieses Matrix-Element interpretieren so, das Einzige, was beiträgt, ist das, dass aus dem Vakuum ein Teilchenzustand erzeugt wird mit Impuls P, über P wird dann integriert und das Teilchen wird dann von dem Vernichtungsoperator A von P wieder vernichtet am Punkt Z. Das heißt, das entspricht genau diesem Bild. Ein Teilchen mit einem beliebigen Impuls wird hier erzeugt und hier wieder vernichtet. Das sehen wir hier. Wir sehen sogar noch mehr, nämlich in diesem Phi tauchen ja noch die E-Faktoren auf. Und zwar in dem Phi von Z ist der Vernichter A von P begleitet mit einer E-Funktion E hoch minus I PZ. In diesem Phi von 0, da gibt es keine E-Funktion, weil da immer E hoch 0 steht. Aber das heißt, diese Teilchenpropagation wird erstmal hier beschrieben. Teilchen wird links erzeugt und rechts vernichtet, fließt mit Impuls P dahin und diese Propagation ist begleitet von der E-Funktion E hoch minus IPZ. Jetzt schauen wir, was hier rechts steht. Das Rechte entspricht also diesem rechten Bild. Hier steht Phi, enthält A und B Kreuz und da trägt natürlich nur bei das B Kreuz. Das heißt, es passiert das, dass ein Antiteilchen aus dem Vakuum erzeugt wird. Mit Impuls P und über P wird dann integriert. Und hier im Phi Kreuz trägt bei nur B, aber nicht A Kreuz. Das heißt, dieses Matrix-Element entspricht genau der Situation hier, nämlich am Punkt Z wird ein Antiteilchen erzeugt mit einem beliebigen Impuls P. Das fließt hierhin zum Ursprung und wird dort wieder vernichtet von diesem Vernichtungsoperator. Das heißt, auch das rechte Matrix-Element entspricht genau dem rechten Bild und der entsprechenden Interpretation. Jetzt können wir auch wieder sagen, dass dieses hier im Integral auftaucht und so. Und im Integral ist dann der Erzeuger B Kreuz von P begleitet mit einer E-Funktion E hoch plus IPZ. Das heißt, so sind die beiden Propagationen zu interpretieren. Und die Mathematik liefert dann diese zwei verschiedenen E-Funktionen und die Theta-Funktion. Jetzt können wir das umformen. Und als Integral schreiben, wir haben ja schon gesagt, hier tauchen dann lauter Integrale auf. Das heißt, wir schreiben das als Integral. Das Integral ist dann ein Integral über eine E-Funktion insbesondere. Das heißt, das ist ein Fourier-Integral. Und in diesem Integral machen wir gleich eine Variablen-Substitution so, dass diese E-Funktion möglichst gleich wird. Und zwar können wir dafür P-Vektor durch minus P-Vektor im rechten Term ersetzen. Wir können das aber nur für das räumliche P machen, denn nur über das räumliche P wird integriert. Über die Nullkomponente wird er nicht integriert. Die Nullkomponente führt sich hier mal als E ab, nicht als P0. Und diese Nullkomponente ist immer gleich P-Vektor-Quadrat plus m Quadrat, darüber wird nicht integriert und da kann ich auch nicht das Vorzeichen ändern. Das ist eine Definition. Und dann können wir hier weiterrechnen. Diese beiden Terme können wir zusammenfassen als ein gemeinsames dp-Schlange-Integral mit einer gemeinsamen e-Funktion für den räumlichen Anteil e hoch plus ip-Vektor mal z-Vektor. Okay? So, diese dreidimensionale E-Funktion entspricht dem dreidimensionalen Anteil von hier, der enthält ja plus P-Vektor, Z-Vektor, und auch den dreidimensionalen Anteil hier, nachdem wir den Vorzeichentausch gemacht haben. Dann kommt ein weiterer Faktor im Integrand, und der enthält jetzt zunächst mal diesen Term mit der Theta-Funktion von Z0 mal dem Rest der E-Funktion E hoch minus I mal der Energie mal Z0. Okay? Und hier taucht eben diese Abkürzung E auf für diese Wurzel. Früher P0 genannt, aber hier jetzt explizit als E wie Energie bezeichnet. Und dann, hier habe ich nur proportional geschrieben, jetzt das echte Matrix-Element ist eben dann Vakuum.
und dann eingesetzt diesen Vernichter a von p unter diesem Integral. Und am einfachsten geht es, wenn wir hier explizit mal dieses phi Kreuz von 0 stehen lassen. Und dann haben wir hier jetzt einfach die Fourier-Zerlegung von dem Feldoperator phi von z eingesetzt. Das ist genau das, was hier steht. Und dann brauchen wir hier dieses Matrix-Element. Wenn man es ausrechnet, dann ist es so, dass das Integral hier über Erzeuger und Vernichter zusammen mit dem Vernichter hier kürzt sich alles weg und es kommt genau gleich die Zahl 1 heraus. Das heißt, dieses ganze Matrix-Element ist gleich 1. Plus der zweite Term, Theta-Funktion von minus z0 mal dem analogen Matrix-Element und der e-Funktion mit plus i e mal z0 mal dem Matrix-Element Vakuum und dann b Kreuz, Entschuldigung, phi Kreuz von 0 mal b mit dem entsprechenden Argument und dann Vakuum. Und dieses Matrix-Element ist wiederum gleich 1. Wenn man das nochmal kompakter zusammenfasst, dann haben wir also die Fourier-Zerlegung erhalten. Dreidimensionales P-Schlange-Integral mal dreidimensionalen e hoch i plus i p-Vektor mal z-Vektor mal Theta-Funktion von z0 mal e hoch minus i dz0 plus die Theta-Funktion von minus z0 mal e hoch plus i e mal z0. Okay. Das ist ein Zwischenergebnis für unseren freien Propagator. Das heißt, Sie sehen erstmal, dass der freie Propagator, so wie ich ihn definiert habe, tatsächlich diese Situation aus der ersten Vorlesung erfasst. Und zwar beide Fälle gleichzeitig. Entweder Teilchenpropagation von hier nach hier oder Antiteilchenpropagation von dort nach hier. Beides wird erfasst mit den entsprechenden Theta-Funktionen und wir haben dann einen Ausdruck für die Amplitude, für die Wahrscheinlichkeitsamplitude für diese Propagation und die enthält eben hier diesen Ausdruck und der Ausdruck ist noch ein bisschen unschön. Was der Ausdruck zum Beispiel macht, ist, er zeichnet hier explizit die räumlichen Komponenten aus, er zeichnet hier explizit die Energie- und die Zeitkomponente aus und hier tauchen nochmal Theta-Funktionen auf. Das heißt, der Ausdruck ist nicht manifest Lorentz-invariant. Wir wissen nicht einfach, wie er sich unter Lorentz-Transformationen verhält. Und überhaupt ist der Ausdruck mathematisch ein bisschen hässlich und unhandlich. Auch ist zum Beispiel unschön, dass man über die räumlichen Impulse integriert, aber nicht über die Energie und so. Das heißt, man zeichnet irgendwie den dreidimensionalen Anteil aus und damit ist das kein Ausdruck, den man in einer relativistischen Theorie sehr einfach handhaben kann. Aber es ist das echte Endergebnis für diesen freien Propagator. Und was wir das nächste Mal untersuchen werden, ist, inwieweit man den Propagator mathematisch umformen kann, sodass man eben die Lorentz-Invarianz besser ansieht. Denn es ist tatsächlich wahr, dass der freie Propagator eine Lorentz-invariante Größe ist. Und das ist gut, weil dann bewiesen ist, dass beide Situationen hier zusammengefasst werden können und eine Lorentz-invariante physikalische Situation beschreiben. Und das wollen wir mathematisch manifest machen. Das heißt, wir wollen aus diesem Ausdruck hier einen Ausdruck gewinnen, der echt die Lorentz-Invarianz ganz offensichtlich werden lässt. Und dieser offensichtlich Lorentz-invariante Ausdruck ist dann derjenige, den man später in Feynman-Regeln und Feynman-Diagrammen sehr gut benutzen kann. Wir stoppen hier, aber als Ausblick ist es eben so, dass dieser freie Propagator das Letzte ist, was wir jetzt hier mit rein freien Feldern machen werden. Und wenn wir später Wechselwirkungen einführen, gibt es Feynman-Regeln und diese Größe ist dann ein wichtiger Baustein. Man könnte Feynman-Regeln in nicht-relativistischer Form konstruieren, wo man dann diese Version des Propagators benutzt. Aber üblicher ist es, Feynman-Regeln in der relativistischen Form zu nutzen, wo man dann die ungeformte Variante des freien Propagators nimmt, die wir in der nächsten Stunde herleiten werden. So, bis dann.